bei der Fabian Estemann. Ich arbeite als Konstrukteur im zweiten Lehrjahr beim Schindler. Ich bin Julian Regli, arbeite in der Schindler Berufsbildung im zweiten Lehrjahr als Konstrukteur. Ich koordiniere Bauteile und rede mit Kollegen aus anderen Zonen, um den Lift zu koordinieren, dass alles funktioniert. Am liebsten arbeite ich es am CAD. Da kann ich selber kreativ denken und Dinge, die ich im Kopf habe, aufzeichnen, aufmodellieren. Und dann schlussendlich am Ende des Tages sehe ich auf meinem Bildschirm die Form, die ich im Kopf habe. Schindler muss mir interessiert sein, kreativ als Konstrukteur. Und man muss nicht schon nach dem ersten Lösungsansatz das Gefühl haben, das ist es jetzt und alles andere ist nicht gut. Wenn man etwas sieht, was nicht so ganz perfekt ist, dann muss man halt noch einmal dran gehen. Wenn man die Lehre als Konstrukteur machen will, muss man einerseits kreativ sein, andererseits muss man selber gute Ideen und Lösungsvorschläge bringen. Man muss die Lehre selber wählen machen und nicht sich ziehen lassen. Ich tue Segeln in meiner Freizeit auf dem Sembachersee und ich bin Mitglied in der Paddock. Beim Segeln braucht man Durchhaltewillen. Ich würde sagen, das braucht man beim Konstrukteur auch. Wie gesagt, man muss nicht nur eine Lösung bringen können, sondern auch noch eine zweite und eine dritte. In meiner Freizeit spiele ich Posaune und Tennis. Posaune spiele ich in der Brassband Rund und in der Youngwind Band Rundtal. Das ist für mich ein sehr wichtiger Teil des Lebens, weil es bringt mir ein bisschen Abstand zu der Arbeit. Ich habe mich bei Schindler beworben, weil ich finde es immer cool, wenn man etwas arbeiten kann und man dann später auch sieht. Wenn auch du deine Idee als fertiges Bauteil vor dir sehen willst, dann bewirb dich jetzt bei der Schindler Berufsbildung als Konstrukteur.